Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Memento Bundle von Böse Onkelz. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Memento von Böse Onkelz, das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das 18. Album der Bösen Onkelz. Wir haben hier ein Bundle bestehend aus einer Cap. Dann haben wir das Album an sich, Memento, und ein Shirt ist auch noch mit dabei. Gut, ich würde sagen, wir machen als erstes mal die Folie ab. Einerseits haben wir hier das Shirt in Folie. Und auf der anderen Seite natürlich noch das Album. So, hier beim Shirt gab es noch einen Sticker auf der Folie, und zwar lesen wir hier: Wir haben hier einen Barcode, Memento Multicolored Tattoo T-Shirt M. Also die Größe konnte man da frei auswählen beim Bestellen des Bundles. Ich habe mich für M entschieden. Packen wir mal zur Seite. Und hier haben wir das Album. Das ist natürlich auch noch eingeschweißt. Hier haben wir die Schweißnaht, das bietet sich gut an. Und dann können wir hier wunderbar durchsägen. So, dann schauen wir uns das mal an. Wir haben hier ein Digipack. Das ist das Album. Wir lesen hier Memento 1980 bis 2016. Also 36 Jahre. Das ist echt eine verdammt lange Zeit. BO, die Buchstaben, und dann hier diverse Rosen, ein Schwert und hier oben auch noch eine Schwalbe. Also alles so in dieser Tattoo-Optik und auch hier so diese Schriftbänder. Und im Hintergrund haben wir alles hier in Schwarz und Grau, und was es damit auf sich hat, das sind alles Tattoos. Also passend auch hier zu diesem Schriftzug wieder, aber hier hinten, das sind wirklich alles echte Tattoos, und zwar sind das Tattoos von Fans. Bedeutet, Böse Onkelz haben im Juli 2016, so 3-4 Monate bevor das Album dann erschienen ist, einen Aufruf gestartet, und da ging es eben darum, dass Fans, falls sie denn Tattoos hätten, dass sie diese fotografieren sollten und einschicken sollten. Und die wurden hier dann alle in dieser Collage, generell so beim Artwork, verarbeitet. Ja, auf der Seite sieht das Ganze so aus. Böse Onkelz Memento. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. 12 Tracks an der Zahl. Die sind hier nicht durchnummeriert, einfach nur untereinander hier aufgelistet. Aber Nummer steht hier keine dabei. Wie gesagt, 12 Stück. Und auch hier wieder alles voll in dieser Tattoo-Optik. Dann schauen wir mal rein. Das Ganze ist hier so ein Pappschuber. Und hier befindet sich dann der weitere Inhalt. Und zwar haben wir hier einmal das Album im Digipack und ein sehr umfangreiches Booklet. Fast schon so ein kleines Büchlein. So, was haben wir hier noch? Okay, die Beteiligten, Barcode, Label, alles klar. Hier sind sogar teilweise noch Credits mit drauf. Ja, okay. Das werden wir sicher im Booklet dann auch nochmal ansehen. Also, als erstes haben wir hier so ein Heftchen. Jawohl, hier geht's los, hier geht's weiter mit den Tattoos. Also, wie wir sehen können, ohne Ende Tattoos, die hier eingesendet wurden von Fans. Also, das macht einen, glaube ich, als Bandmitglied schon extrem stolz, wenn man sieht, wie krass dieser Support und diese Liebe von manchen Fans geht, dass hier echt hunderte, tausende Leute sich irgendwelche Zeilen oder auch die Gesichter, manche Cover, den Schriftzug, was auch immer, irgendwelche Zitate der Onkelz tätowieren lassen. Also ich glaube, hier hat man tatsächlich echt jede einzelne Einsendung mit reingepackt und niemanden irgendwie, der eingesendet hat, dann nicht berücksichtigt. Boah, also, ich beschleunige das Ganze jetzt mal kurz. Ja, also ihr seht selbst, das ist echt unfassbar. Und so sieht das Ganze aus. Also es ist tatsächlich jede einzelne Seite hier randvoll mit Tattoos gespickt. Ich möchte echt nicht wissen, wer das hier alles zusammengeschnipselt hat und wer sich die Zeit dafür genommen hat. Also das muss ein ziemlich heftiges Projekt gewesen sein. So, damit
Genug, jetzt kommen wir zum Album. Das sieht so aus, also Cover wie auch schon auf dem Pappschuber. Hier lesen wir Böse Onkels Memento. Hier wieder die Tracklist. Und so sieht das von innen aus. Also auch hier wieder Tattoos, soweit das Auge reicht. Und hier das eigentliche Booklet. So, was haben wir hier? Weitere Tattoos und natürlich die Lyrics. Bedeutet, jeder einzelne Song ist hier Wort für Wort abgedruckt. Wunderbar. Und ansonsten hat man ja immer irgendwie noch Fotos oder irgendwie die einzelnen Bandmitglieder. Aber hier wirklich alles komplett von Anfang bis Ende in dieser Tattoo-Optik. Und natürlich die Lyrics auch noch. So, zum Abschluss gibt es dann hier natürlich noch die Album-Credits. So sieht das aus. Also hier dann auch noch, wer das Ganze komponiert hat, beziehungsweise den Text beigesteuert hat. Und dann kommen wir noch zur CD. Die sieht so aus. Hier wieder das Memento-Artwork drauf. Im Hintergrund die Tattoos. Okay. So, das war's zum Album. Wir packen das mal wieder hier in den Pappschuber. Als nächsten Bundle-Inhalt haben wir hier ein Shirt mit dabei. Und zwar ist das hier in schwarz gehalten und auf der Vorderseite haben wir hier riesengroß wieder das BO Memento Logo. Wie gesagt, die Rosen, die Schwalbe, die einzelnen Schriftbänder hier, alles mit dabei. Was hier nur auffällt, was mir jetzt hier gerade auffällt, mir fehlt hier die 2016, denn hier, es ist doch etwas abgewandelt. Hier haben wir 1980 bis 2016 und hier lesen wir nur 1980 und, Moment, hier, FFM, also die Abkürzung für Frankfurt am Main, die Stadt der Onkels. Auf der Rückseite das Ganze in schwarz mit einem ja, hellbraun, hellbeigen Schriftzug Onkels hier auf dem Rücken. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit, wie gesagt, Größe M, die war frei wählbar. Dann lesen wir hier auch noch, also es ist auf jeden Fall Merchandise der Bösen Onkels. Seit 1980 Onkels M, Böse Onkels, 100% Baumwolle. Und eventuell finden wir hier noch was vor, ein Zettelchen. Ist übrigens hier auch noch so eine eigene Naht, sowohl am Bund als auch hier an den Ärmeln. Ah ja, genau, danach habe ich gesucht. So, wir lesen hier, wir haben es zu tun mit einem Shirt von Continental. Continental Clothing is a member of Fairwear Foundation. Sehr schön. Und das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. So, dann packen wir das Shirt auch wieder zusammen. Jetzt sehe ich gerade, das habe ich vorher gar nicht gesehen. Jetzt hat es gerade geklappert. Hier unten links am Bund haben wir auch nochmal so einen kleinen Metallteil, wie so einen kleinen Knopf hier mit vernäht. Und hier ist auch nochmal, leider echt schwer zu sehen, das BO eingeprägt. Also hier nochmal kleines Detail am Rande. Und dann falten wir das jetzt mal zusammen. So, einmal, zweimal. Und dann kommen wir zum letzten Bundle-Inhalt. Und zwar der Kappe. Die sieht so aus, recht ungewöhnlich vom Artwork her. Also man hätte jetzt doch dann irgendwie so mit Schwarz und eben diesem Goldbeige gerechnet. Aber es ist tatsächlich hier so ein Grün geworden. Das Cover hier wieder aufgestickt. Memento 1980 bis 2016. Hier wieder die Jahreszahl und nicht FFM. Spannend. Das ist der Schirm. Front und Schirm hier in Grün. Unten ebenso in Grün. Und dann haben wir hier hinten dieses Netz, also so eine Trucker Cap, so eine Mesh Optik. Ups. Schwarz hier hinten. Und dann kann man das natürlich hier Größen verstellen. Je nachdem, wie ihr das braucht, an euren Kopf anpassen. So, da ist hier auch noch Papier drinnen. So sieht die Cap von innen aus. Jetzt schauen wir noch, ob wir hier irgendwo einen Zettel vorfinden. Nein. Okay. Aber ich gehe mal davon aus, dass es auch irgendwie Merchandise, so wie das Shirt, und das kann man meines Wissens, glaube ich, auch separat kaufen. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Einmal die eben gezeigte Kappe hier, diese Snapback Trucker Cap. Dann haben wir das Shirt,
Wie gesagt, Größe des Shirts frei wählbar. Und natürlich das Album an sich, Memento, kommt hier in diesem wunderbaren Pappschuber und hat hier auch noch dieses Heftchen, dieses dicke Heftchen hier mit dabei mit den ganzen Tattoos. Das Album selbst kommt im Digipack mit 12 Tracks. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle, Memento von Böse Onkels. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Böse Onkels unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.